Jo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Heute spielen wir eine neue Runde Minecraft Survival Games, aber nichts Normales, sondern wir spielen auf der Titan 2 Map und auf dem TheWaze.net Server. Das ist der Server von dem lieben Weiß, der auch quasi zusammen mit Sinus das Projekt geleitet hat. Und heute möchte ich euch mal ein paar kleine Informationen geben. Heute möchte ich euch ein bisschen was erzählen. Und das ist jetzt schon mein ich glaube 100 Millionenster Anlaufversuch gefühlt. Und es ist nicht so einfach hier eine gute Aufnahme hinzubekommen, weil einfach echt viele Leute eigentlich targeten. Also ich habe auf Twitter aufgerufen, ja, kommt gerne vorbei, wir zocken zusammen eine Runde Titan hier auf der Titan SG Map. Jetzt habe ich mich gerade genickt. Danke, Weiß. Ich habe vorhin noch nicht den YouTuber rangehabt. Ich hatte Weiß angeschrieben. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall. Und wir probieren es jetzt einfach mal. Es sind gerade auch nicht so viele Leute da, weil ich ja mit Nick gejoint bin und die Leute da nicht nachjoinen wollten. Wie auch immer, keine Ahnung warum. Und wir probieren es einfach trotzdem mal unser Glück. Und ich möchte euch gleich noch was zeigen. Ja, erstmal zum Titan Modpack, zur Titan Map hier. Die Titan Map gibt es nicht als Download. Was es als Download gibt, ist das Modpack, das ist auch schon ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Aber zocken, angucken und Co. Kann man sich den Titan Mod hier auf dem Server, auf dem TheWaze.net Server, kann man sich den ganzen Kram hier angucken. Beziehungsweise man kann sich die Map angucken, man kann die Map als SG-Map spielen. Muss man einfach mal sagen. Und wir haben jetzt echt mal ganze 2 Kills hingelegt, Alter. Krass. Mega, mega der krasse PvP-Spieler. Muss man einfach mal sagen, es ist so schwer, ordentlich PvP zu spielen, wenn man wirklich getargetet wird. As fuck. Das kann man nicht anders sagen. Deswegen, das ist relativ schwierig. Irgendwie weiß ich auch nicht. Das ist alles sehr, sehr schwer hier. Und, auf jeden Fall kann man hier, das zeige ich euch gleich auch noch, wie sich die Map einfach einmal im Zuschauermodus quasi, also im Game Mode 3 anschauen. Die ganze Titan Map, man kann da rumfliegen, alle Secrets angucken, was weiß ich, alles Mögliche. Und kann man dann natürlich auch das Titan SG spielen. Ich zeige euch dann gleich mal, wie man das spielt, also wie man da hinkommt, wie man hier quasi auf den Server kommt, dass man dieses Titan SG zocken kann. So, da haben wir mal direkt uns hier den Gegner gesnackt. Oh ja, da haben wir den nächsten hoffentlich. Ja, nice, okay. Gut, jetzt müssen wir uns ganz schnell neu equippen. Oh shit, jetzt haben wir das bessere Equip weggeschmissen. Ja, das ist natürlich sehr intelligent. Ja, dankeschön. So, jetzt erstmal ganz schnell was essen. Oh Gott, das Deathmatch startet gleich schon. Ist auf jeden Fall heute nicht so eine lange Runde, würde ich sagen, sondern eher eine kleine, sweet, kurze. Und, da gucken wir doch mal, wo wir hier den nächsten Gegner auftreiben können. Der muss ja irgendwo hier sein. Wir haben auf jeden Fall schon, denke ich mal, relativ gut Kills gemacht. Würde ich es einfach mal nennen. Alter, wo ist denn hier der nächste Gegner? Der muss ja hier irgendwo stehen. Steht der da oben oder so? Ups. Steht der da oben oder so? Ist der irgendwo hier irgendwie? Weil irgendwie hier muss der doch sein. In irgendeiner Weise muss der hier sein. Weil mein Kompass belügt mich doch nicht. Er zeigt an, hier ist ein Gegner. Und ich sehe ihn nicht. Ich finde den Gegner nicht. Das ist natürlich ein relativ großes Problem. Oh man, ey. Okay, ja. So, wir spielen nur noch gegen den Miner-Cookie. Alter Falter, Deathmatch hier. Okay, ach so. Geht direkt los. Wir sind quasi in der Mitte hier. Oh Gott, er hat aber relativ guten Stuff. Und probiert uns jetzt hier wegzubomben. Das gelingt ihm aber, denke ich mal, nicht so gut. Oh ja, aber jetzt Bow-Spam-Action. Okay, nice. Ja, mich dann noch anzünden. Naja, das klappt nicht so ganz. Nee. Okay, jetzt brenne ich. Jetzt habe ich ein Problem. Okay, jetzt wollen wir ihn. Ja, nice, Alter. Habe ich gewonnen? Ja, GG, Alter. Nice. Yes, die erste Runde gewonnen, die ich hier gewonnen hatte. Nach 10 Millionen Versuchen, würde ich mal sagen. Und, jetzt möchte ich euch nur einfach nochmal kurz zeigen, das war's eigentlich nur noch. Und jetzt hauen wir mal den Nick raus und dann geht's ab. Wir gehen jetzt hier auf Survival Games, da kann man dann hier in Titan SG reingehen. Da, genau da würde man in Titan SG reingehen, hier warten auch schon alle sehr verrückt drauf. Und
Ja, man geht hier quasi zu Community Games, das ist das Ding hier. Und dann sieht man hier Titan Map. Die Titan Map, da gehen wir einfach mal gerade mal kurz rein. So, man spawnt dann normalerweise da ganz oben drauf hier. Warte, hier spawnt man quasi hier am Titan Spawn. Und ja, hier kann man quasi, ja, hier spawnt man dann. Und dann könnt ihr einfach hier rumfliegen, wie ihr witzig seid. Wie ihr sehen könnt, ja, man kann hier einfach rumfliegen. Man kann hier quasi alles begutachten. Man kann hier überall auch durchfliegen. Man kann hier auch unter die Erde fahren, quasi no clip. Kann man hier jetzt auch, wenn man jetzt hier weit runter geht, weit runter geht. Irgendwie, das ist ein bisschen langsam, dieses Runtergehen, würde ich es mal nennen. Ich sehe mich, ach, da bin ich. Guck mal, man sieht meinen Kopf. Sehr hübsch. Und, ja, man kann dann hier quasi auch alles Mögliche anschauen. Und ich glaube, es geht auch, ach doch, wenn man scrollt, wird es schneller. Dann kann man hier schneller durchgehen. Und wenn man quasi vorscrollt, dann, wie man sieht, kann man schneller fliegen. Wenn man zurückscrollt, fliegt man nur langsam. Ah, jetzt habe ich es rausgefunden. Und ja, quasi, das ist die Titan Map. Hier sind ich und mein Just AP die ganze Zeit lang gelaufen. Das ist quasi das, ja, das Secret. Und ja, hier überall Riesenhöhlen, Riesenminen. Und irgendwo hier muss auch die Höhle der Wupsifanten sein, wo es ja einen Riesenfight gab. Ich weiß gar nicht genau, wo die ist. Irgendwo hier muss die sein. Die ist auch auf jeden Fall irgendwo hier unter der Erde. Ich, was mich übrigens nochmal interessiert hat, ne, ob überhaupt alle Secrets ausgelöst wurden, weil die Map war ja schon riesengroß und ja, man kann jetzt hier auch den ganzen Tausender mal Tausender Radius anschauen. Hier einfach rüberfliegen, ein bisschen gucken. Hier zum Beispiel, hier wäre das Endportal gewesen. Hier hätte man da reingekonnt, aber das ist natürlich abgebaut gewesen, weil man sollte ja nicht ins Ende gehen können. Das wäre ja ein bisschen bescheuert gewesen. Ja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir auch gerne eine positive Bewertung da. Falls ihr das, ja, die Map angucken wollt, dann geht doch einfach auf den Device-Server, auf den Server vom lieben Weiß-Weiß. So, ich glaube, Hub geht hier. Und ja, dann könnt ihr einfach hier draufklicken und die Titan 2 Map anschauen. Und auch ein bisschen Titan SG spielen. Und ja, den Titan Mod, den Download dafür, packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Ich glaube, ihr müsst ihn einfach nur dann beim Technik Launcher einfügen. Wir haben es zumindest immer so gemacht mit dem Technik Launcher. Und ja, wie man den installiert, möchte ich euch nicht erklären, weil das weiß ich gerade selber nicht so genau. Probiert es einfach auch, sonst auf YouTube gibt es bestimmt viele Tutorials. Und dann würde ich mich über positive Bewertungen freuen. Einen Kommentar, was ihr davon haltet hier. Das ist die Map jetzt zum Spielen gibt, dass es den das Modpack jetzt zum Spielen gibt. Und ja, dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cheerio. Bye, bye.